Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video stelle ich euch zwei nützliche Bugs auf Griefer Games vor, Leute, die ihr auch verwenden dürft. Der erste Bug hat was mit dem Break Booster zu tun, Leute. Ihr kennt ja den Break Booster, der ist ja normalerweise für 15 Minuten. Ihr seht hier jetzt, der ist bei mir bei jetzt ungefähr 6 Minuten. So, jetzt disconnecten wir einmal von dem Server. Wir gehen einfach einmal so. Gehen wieder drauf, Leute. Wo haben wir's? So. Oh, dauert eine Weile. Kritisch, Leute, kritisch. So, gehen wir mal zu meinem Plot. Dann müsste sich das hier oben eigentlich schon gleich aktualisieren, Leute. Wir warten jetzt mal einen ganz kurzen Moment. Und dann müsstet ihr eigentlich sehen, dass das hier geklappt hat. Seht ihr, jetzt hat es sich aktualisiert. So könnt ihr den Break Booster eine ganze halbe Stunde behalten und nicht nur 15 Minuten, Leute. Und ja, das war auch schon der erste Bug. Würde ich sagen, bis gleich. Okay, Leute, jetzt zeige ich euch auch schon den nächsten Bug. Für den nächsten Bug braucht ihr erstmal einen ganz normalen Dirtblock und hier so eine zweistöckige Blume. Es geht nicht mit diesen einstöckigen, Leute. Es geht nur mit diesen zweistöckigen. Ihr nehmt euch jetzt einfach ein bisschen Bone Meal und jetzt seht ihr, Leute, jetzt droppt einfach die ganze Zeit die Blume. Seht ihr, ich habe hier jetzt 15 solche Blumen. Damit kann man jetzt einfach richtig gut roten Farbstoff herstellen. Also, falls ihr schnell Farbstoff braucht, Leute, ist es eigentlich ein ganz nicer Bug. Dann würde ich sagen, wenn euch dieses kleine Video zu diesen zwei Bugs gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like da und abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.